Hier kommt Werbung. Werbung sagt Ihnen in der Regel, was Sie tun sollen. Nicht so diese Werbung. Sie müssen uns nicht lesen, aber Sie könnten es freiwillig tun, denn wir berichten unparteilich, seriös, aber immer investigativ. An 183 Stellen in Bad Hersfeld. Kostenlos. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Herzlich willkommen hier in der City-Galerie. Ich begrüße Sie im Namen von Medikids ganz herzlich. Medikids, meine Damen und Herren, ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendklinik im Klinikum Bad Hersfeld. Medikids, meine Damen und Herren, gibt es mittlerweile seit 10 Jahren und deswegen haben wir auch den heutigen Tag. Ich begrüße insbesondere hierbei die Medien, die hier vertreten sind, die Gäste, die hier vertreten sind und unter anderem vielen anderen auch besonders Herrn Helmut Miska als Vertreter des Landrates hier heute. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr viele Investitionen vorgenommen zur Unterstützung der Kinder- und Jugendklinik in unserem Klinikum. Und diese vielen Investitionen, unter anderem kaufen wir medizinische Geräte, die nicht von den Kassen bezahlt werden. Wir kaufen zum Beispiel Beistellbetten, damit die Mütter am Bett ihres Sohnes oder ihrer Tochter übernachten können. Wir machen viele andere Dinge. Wir haben die neue Kinderklinik, haben wir mit eingerichtet und haben sie so umweltfreundlich, aber auch so kinderfreundlich wie möglich gestaltet. Immer mit dem Ziel, den kranken Kindern, den kranken Jugendlichen ein angenehmes Ambiente zu schaffen, wobei sie eben so wenig wie möglich an ein Klinikum erinnert werden sollen. Meine Damen und Herren, diese vielen Investitionen in den letzten 10 Jahren sind nur dadurch möglich gewesen, weil sehr viele Damen und Herren, viele Firmen, viele Organisationen uns mit kleinen, mittleren, aber auch mit größeren Spenden unterstützt haben. Und meine Damen und Herren, erlauben Sie, dass ich von dieser Stelle all den Damen und Herren, den Unternehmen, den Organisationen von dieser Stelle aus herzlich danke. Meine Damen und Herren, mein Dank gilt auch für die vielen, die uns mit Sachspenden unterstützen. Zum Beispiel bekommen wir immer wieder Spiele, weil die Kinder natürlich mit den Spielen arbeiten und neue brauchen. Wir haben zum Beispiel auch das Spielzimmer völlig neu gestaltet und deswegen brauchen wir auch Sachspenden und die Unterstützung von vielen. Und eine Organisation, eine Institution hier in Bad Hersfeld hat uns seit Beginn unseres zehnjährigen Engagements unterstützt und das ist die Hersfelder Zeitung und der Kreisanzeiger. Und deswegen von dieser Stelle auch nochmal für diese großartige Unterstützung, lieber Markus Fromm, herzliches Dank. Bitte geben Sie es an alle weiter, die damit zu tun haben. Das war und ist für uns eine großartige Hilfe. Meine Damen und Herren, und von daher freue ich mich natürlich auch in besonderer Weise, dass der Geschäftsführer der Hersfelder Zeitung, Markus Fromm, hier ist und dann auch ein Grußwort spricht, weil wir ihn so ein bisschen als Schirmherrn betrachtet haben und gebeten haben, zu uns zu kommen als Schirmherr unserer Veranstaltung. Meine Damen und Herren, ganz kurz zum Programm. Außen vor der Tür beginnt der Luftballonwettflug mit ganz tollen Preisen zu gewinnen. Dann haben wir hier drin das Kinderschminken, das an der Säule steht, an der Säule auch eine Modelleisenbahn, die von den Jugendlichen mit bedient werden kann, um zu sehen. Aber ich vermute mal, auch gerade ältere Menschen, erwachsene Menschen werden dorthin gehen, weil das immer noch ein Traum der eigenen Kindheit gewesen ist. Wir haben hier an der Seite Michael Sternkopf, der nicht nach Brasilien
gefahren ist, sondern direkt nach Bad Hersfeld. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und ich habe in besonderer Weise einen besonderen Dank aussprechen zu dürfen, nämlich, dass die wirklich bekannte Entertainerin und Sängerin aus Hamburg, Edwina de Potter, hier und zu uns heute gekommen wird. Herzlich willkommen, Frau Potter. Ich weiß, Sie singt ganz toll und sie wird dann auch so ein bisschen das Management hier und den Ablauf übernehmen. Ich danke natürlich den vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, insbesondere auch der City Galerie. Herr Markert, herzlichen Dank, Sie haben uns von Anfang an unterstützt. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, damit ich es nicht vergesse, ich wollte eigentlich das Trikot hierher haben, aber das hängt hier vorne. Um 12:30 werden wir das Original-Trikot von der Wolfgang Schneider, mein Kollege, mein zweiter Vorsitzender, dieses Original-Trikot, unterschrieben von Mustafi, werden wir ab 12:30 hier versteigern. Mindestgebot haben wir gesagt, 100 Euro. Jeder Betrag, der geboten wird, geht zu 100% an Medikids und sein Engagement. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt vorschlagen, Wolfgang will mir noch einen Ball geben, oder was? Ja, genau. Wir haben also noch viel mehr, was zu gewinnen ist. Und der Wolfgang Schneider, der ist ja unendlich rührig. Und das mache ich jetzt mal spontan. Wolfgang, herzlichen Dank von uns allen für dein Engagement. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe niemanden jetzt vergessen. Und deswegen würde ich dann darum bitten, und da ich nicht wieder hochkommen will, bitte ich jetzt Markus Fromm hier auf die Bühne für sein Grußwort. Und Markus, komm mal her. Ich gehe davon aus, dass das ein ganz nettes wird. Und deswegen darf ich dir jetzt schon die Ahle Wurst überreichen als Dankeschön für dein Kommen und für dein Engagement. Danke. Ja, vielen Dank für diese herzliche Geste. Diese Wurst wird natürlich sozialisiert in der Redaktion und im Verlag der Hersfelder Zeitung. Ich will es kurz machen. Ich bedanke mich dafür, dass in meiner Person der Hersfelder Zeitung die Schirmherrschaft zu dieser Jubiläums- und Geburtstagsfeier herangetragen worden ist. Und ich darf sagen, unser Anteil an der Arbeit, den will ich nicht so hoch schätzen. Es ist eher eine Basisarbeit im Hintergrund. Das ist eine redaktionell positive Begleitung des Vereins Medikids über all diese Jahre. Und es ist unser Einsatz, auch im Anzeigengeschäft immer wieder aufmerksam zu machen, potenzielle Spender zu gewinnen, um die Arbeit eben unterstützen zu können. Insofern möchte ich diese Arbeit würdigen, indem ich heute eine Ankündigung mache mit meinem kurzen Grußwort, lieber Jürgen. Und zwar haben wir schon einmal vor einigen Jahren aus der Aktion Advent den Verein Medikids unterstützt. Es wird wieder auch in diesem Herbst, Winter eine Aktion Advent unseres Verlages geben und ich stelle einen namhaften vierstelligen Betrag als Spende schon sehr verbindlich in Aussicht, den wir zum Anlass nehmen, dieses 10-jährige Geburtstagsjubiläum damit eben auch nicht nur ideell, sondern eben tatsächlich zu unterstützen. Es wird bestimmt ein konkretes Projekt geben, an das ich sozusagen diese Spende dann auch binden kann. Das können wir aber dann in aller Ruhe besprechen und ich glaube, damit können wir die Arbeit dann auch tatsächlich gut unterstützen. Insofern nochmal vielen Dank, sage ich auch für diese Zusammenarbeit, denn eins ist auch klar, eine Tageszeitung ist ja eben nicht nur da, Neuigkeiten zu verbringen oder zu überbringen, sondern wir verstehen uns auch als soziale, karitative und kulturelle Plattform für eine Region. Und die Arbeit eines solchen Vereines zu unterstützen, ist einfach eine Frage der Ehre. Dankeschön.